Hi Leute und nochmal willkommen in Bariloche. Ja, heute Morgen war die große Verabschiedung. Ich habe mich von Nico und seinem Dad verabschiedet. 6 Wochen haben wir zusammen verbracht und Unglaubliches erlebt. Ich freue mich jetzt schon, diesen Zusammenschnitt zu machen, den ich am Ende einer Reise immer mache. Da sieht man dann erstmal, was wir tatsächlich alles erlebt haben. Für mich geht es weiter, ich habe es im letzten Video schon gesagt, nach Iguazu. Deshalb bin ich nach der Verabschiedung mit dem Bus hier nach Bariloche gefahren. Hier habe ich jetzt ja für eine Nacht ein Bett. Und morgen früh fliege ich dann von hier nach Buenos Aires und dann anschließend gleich nach Iguazu. Und ich würde sagen, die 1,5 Tage, die jetzt dazwischen sind, die kürzen wir ab mit ein paar Bildern. Und dann sehen wir uns gleich wieder in Iguazu. Schönen guten Morgen inzwischen aus Iguazu. Ich bin gut angekommen. 1,5 Tage ist es jetzt her, dass ich in die Kamera gesprochen habe. Gestern Abend dann angekommen, gute Flüge gehabt. Dann habe ich am Flughafen 2 Jungs kennengelernt, mit denen natürlich erstmal direkt ein Taxi geteilt hier ins Zentrum. Ich bin gar nicht so arg im Zentrum. Und ja, wem Iguazu jetzt gar nichts sagt, also es gibt so 3 Wasserfälle auf der Welt, wo man sagt, wow, die größten, schönsten. Und das sind die Niragara-Fälle, die Victoria-Fälle und Iguazu. Bei Iguazu sagt man eindeutig die schönsten im Dschungel, auch zum Naturweltwunder gewählt worden. Und da bin ich gerade. Das Klima ist, ja, ich bin 5 Tage hier. 35 Grad, sehr viel Luftfeuchtigkeit, subtropisch, es sind schon überall Palmen, exotische Tiere, Papageien, also ihr wisst, ich fühle mich wohl. Und ich habe jetzt im Hotel gefrühstückt und mache mich jetzt tatsächlich schon auf den Weg zu den Wasserfällen und das mit dem Public Bus. Noch dazu, das ist ein Dreiländereck, Paraguay, Argentinien und Brasilien. Auf der argentinischen Seite ist der Großteil der Wasserfälle, deshalb werde ich hier am meisten Zeit verbringen. Ja, und ich denke, jetzt sehen wir uns gleich an den Wasserfällen. Ich bin mega aufgeregt. Thank you.
angekommen. Alles mega gut organisiert hier. Und jetzt laufe ich hier meinen ersten Zirkel. Also sind alles Rundgänge, finde ich ganz cool, dass man dann nicht den gleichen Weg wieder zurückgeht. Und es geht halt voll durch den Dschungel. Und man hört aber immer die Wasserfälle. Ich bin gespannt, was ich gleich wieder für einen Ausblick habe. Also ich bin nichts anderes zu erwarten, aber begeistert. Ich bin gerade so erschrocken, Leute. Na ihr? Na, ich hab nix. Na. No. Nein, da ist nichts. Da ist nichts. Na. Da ist nichts. Nein. What is the meaning?
Hey Leute, ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Allerdings, das waren jetzt die Bilder von 2 Tagen. Gestern bin ich alle 3 Wege gelaufen. Und heute habe ich eine kleine Bootstour gemacht, wie ihr gesehen habt. Bei der Hälfte hatte ich die Kamera nicht an, das habe ich aber nicht gemerkt. Aber ist ja auch egal. Oh, war auf jeden Fall mega. Das Ding ist, ich bin immer noch nass. Und die waren so, ja, ihr trocknet ganz schnell. Ja, bei diesem feuchtwarmen Klima ist bei mir gar nichts getrocknet. Und ich bin jetzt nochmal total hier im Park hängen geblieben. Bin jetzt fast nochmal alle Trails gelaufen. Jetzt bin ich gerade bei einem bei der Hälfte rumgedreht, habe gesagt, ich muss mich losreißen. Losreißen muss ich mich aber noch gar nicht ganz, weil morgen Vormittag geht es auf die brasilianische Seite. Und dann bin ich heißt auch Iguaçu, Foz de Iguaçu. Da bin ich dann auch nochmal 3 Tage. Also, im nächsten Video wieder Wasserfall. Bevor das nächste Video kommt, hier Dreiländereck, Paraguay, Brasilien, Argentinien. So, jetzt aber, gute Nacht. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside.